Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der auferstandene Herr, er sei mit euch. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir feiern Ostersonntag, Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Und so möchte ich es nicht versäumen, Ihnen allen, ob nun hier in der Kirche versammelt oder zu Hause an den Bildschirmen, frohe und gesegnete Ostern zu wünschen. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Halleluja. Und diesen Osterglauben, den dürfen wir feiern. Wir dürfen ihn feiern mit der Gewissheit, Christus ist mit uns unterwegs. Er begleitet uns in all unseren Lebenslagen. Er ist gegenwärtig in unserem Alltag. Er ist gegenwärtig in unserem Feiern, jetzt auch in unserer Mitte. Und so grüßen wir ihn mit dem Kyrie. Ja, unser Kyrios, unser Herr, er erbarme sich unser. Er nehme von uns, was uns von ihm und voneinander trennt, und er führe uns heim in das Reich seines Vaters. Amen. Thank you.
Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, am heutigen Tag hast du durch deinen Sohn den Tod besiegt und uns den Zugang zum ewigen Leben erschlossen. Darum begehen wir in Freude das Fest seiner Auferstehung. Schaffe uns neu durch deinen Geist, damit auch wir auferstehen und im Licht des Lebens wandeln. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und Leben schenkt, heute und in Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen begann Petrus zu reden und sagte: Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden geschehen ist. Angefangen in Galiläa, nach der Taufe, die Johannes verkündet hat. Wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und mit Kraft. Wie dieser umherzog, Gutes tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie an den Pfahl gehängt und getötet. Gott aber hat ihn am dritten Tag auferweckt und hat ihn erscheinen lassen. Zwar nicht dem ganzen Volk, wohl aber den von Gott vorherbestimmten Zeugen, uns, die wir mit ihm nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken haben. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen: Dieser ist der von Gott eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten. Von ihm bezeugen alle Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der Sünden empfängt. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolossä. Schwestern und Brüder, seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt nach dem, was oben sitzt, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus unser Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen, und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte, es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben, an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der als erster an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Denn sie hatten noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsse. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, vereint im österlichen Glauben. Wieder alles im Griff. Ein bekannter Schlager von Jürgen Drews, gerne mitgesungen an Fasching oder anderen fröhlichen Anlässen. Und so mag die Erinnerung, die dieses Lied mit sich bringt, zum einen eine sein an fröhliche Partystunden, zum anderen auch eine schmerzliche, denn richtig Fasching gab es dieses Jahr nicht. Wir blicken, was das angeht, eher auf eine einjährige Fastenzeit zurück. Wieder alles im Griff. Das kann aber auch die Botschaft des heutigen Evangeliums sein. Verborgen in den Leinenbinden und Tüchern, die Maria von Magdala im Grab sieht, die Leinenbinden und Tücher, die auch die Jünger im Grab sehen. Alles wohl geordnet. Da liegen die Leinenbinden und an einem extra Platz liegt das Tuch, das den Kopf bedeckt hat. Alles wohl geordnet. Und so spannt Johannes, der Evangelist, wieder einmal einen Bogen hin zum Anfang. Zum Anfang seines Evangeliums, aber dadurch auch hin zum Anfang der Heiligen Schrift, hin zum Sieben-Tage-Werk des ersten Schöpfungsberichtes, der ersten Lesung der Osternacht.
Gott schafft Ordnung hinein in das Chaos des Anfangs, das berichtet der Schöpfungsbericht. Und Gott schafft Ordnung hinein in das Chaos der Tage vom Einzug des Herrn in Jerusalem bis hin zu seinem Tod am Kreuz. So wird signalisiert, wieder alles im Griff. Und vielleicht kennen das einige auch aus ihrem Alltag. Wir brauchen Ordnung. Egal, ob diese Ordnung mit dem Geodreieck entsteht oder ob diese Ordnung im Chaos verborgen liegt. Wenn Sie jetzt zurückschauen in Ihre Wohnungen oder auf die Schreibtische, dann werden Sie erkennen, bin ich ein Geodreieck-Typ oder bin ich ein Chaos-Typ? Manche Eltern werden vielleicht an ihre Kinder denken, sind das Chaos-Typen oder Geodreieck-Typen? Und die Kinder werden froh sein und die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, dass auch im Chaos eine Ordnung verborgen sein kann. Und zwischen diesen beiden Extremen gibt es natürlich auch noch verschiedene Abstufungen. Ordnung ist trotzdem für uns wichtig. Und so stellte mir mein erster geistlicher Begleiter einmal die Frage, wie es denn gerade auf meinem Schreibtisch aussehen würde. Und er hatte natürlich einen bestimmten Hintergedanken. Und ich erklärte ihm, ja, da sieht es gerade ein wenig chaotisch aus. Und dann erklärte er mir, dass er dies bei mir gerade auch wahrnehmen würde. Eine gewisse Unordnung im geistlichen Leben und damit verbunden auch eine gewisse Unordnung in meinem Alltag. Und so wurde über die Jahre hinweg mein Schreibtisch oder auch meine Wohnung für mich zu einem Indikator meines inneren Zustandes. Das muss nicht bei jedem Menschen so sein, aber es gibt sicher einige, die nun gedanklich durch ihre Wohnung gehen oder auf ihren Schreibtisch schauen und dann nochmal das eigene Leben anschauen und Parallelen entdecken. Es gibt einen Zustand der Ordnung und wir brauchen Ordnung. Dieser Zustand der Ordnung war für die Jünger damals, wenn sie mit Jesus unterwegs waren, da war fast alles in Ordnung. Und nun mit seinem Tod herrscht Unordnung. Die Liturgie der drei österlichen Tage greift das auf, dass da langsam Unordnung reinkommt. Erst schweigt die Orgel nach dem Gloria am grünen Donnerstag und man verlässt die Kirche schon ohne Schlusssegen und Entlassruf. Der Altar wird abgeräumt und die Liturgie des Karfreitags, die fällt dann total aus dem gewohnten Rahmen. Weder eine liturgische Eröffnung noch ein richtiger Schlusssegen. Und erst mit der Osternacht kehrt langsam wieder Ordnung ein. Beginnend mit dem Licht der Osterkerze, die in die dunkle Kirche hineingetragen wird. Dann, wenn wir den Schöpfungsbericht hören mit seiner Ordnung. Und ab dem Gloria feiern wir ja schon fast wieder einen normalen Gottesdienst. Abgesehen von der Tauferinnerung ist es eine normale Eucharistiefeier. Und heute zum Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus ist wieder alles in Ordnung, wieder alles im Griff. Aber wie sieht diese Ordnung aus? Egal ob heute oder bei den Jüngern damals, es ist eine andere Ordnung als zuvor. Auch wenn der Auferstandene in Folge Maria Magdalena begegnet, auch wenn er die Jünger hinter verschlossenen Türen besucht oder gleich mehreren zugleich erscheint, die Ordnung ist eine andere. Die Freundinnen und Freunde von Jesus müssen lernen,
ihren eigenen Weg zu gehen. Nicht mehr greifbar an der Hand von Jesus, sondern selbstständig. Gespeist natürlich von den Erfahrungen, die sie mit ihm gemacht haben. Und dabei werden sie stolpern, sie werden miteinander streiten, es wird ab und an chaotisch zugehen und sie werden sich wieder sortieren. All das werden wir in den kommenden Wochen in den Lesungen aus der Apostelgeschichte hören. Und die Apostel, sie bekommen es hin. Nicht aus eigener Kraft, nein, nicht aus eigener Kraft, sondern auf der Kraft dessen, der ihnen, wenn auch verborgen, immer wieder die Hand hinhält. Ab und zu, damit sie sich glaubend daran festhalten können, oder auch, dass er sie mit seiner Hand mal freundlich oder deutlich schubst und so ein Zeichen gibt, wohin sein Geist die Jünger führen will. Und davon zeugen die beiden anderen Schrifttexte, die wir hörten. Die Jünger und Jüngerinnen, sie leben aus ihrem Zeugnis heraus. Sie bezeugen, dieser, mit dem wir unsere Erfahrungen gemacht haben, ist der von Gott eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten. Er ist der, der richtet, in Ordnung bringt. Und dieser hat den Graben zwischen Menschen und Gott überwunden, diesen Sund, wovon sich das Wort Sünde ableitet, hat er überbrückt. Und durch ihn leben wir in enger Verbindung mit Gott. Oder anders gesagt, unser Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Das heißt, Gott ist unser Bürge, er verbürgt sich für uns, er tritt für uns ein, steht hinter uns mit seinem ganzen Leben, mit seiner ganzen göttlichen Lebendigkeit. Und seine göttliche Kraft, sein Geist, sein Leben, sie stecken in uns. Ich nehme sie noch einmal mit zu meinem Schreibtisch. Wenn da größere Unordnung ist, dann weiß ich, etwas stimmt nicht. Können Sie sich vorstellen, was ich dann mache? Ich fange an, meinen Schreibtisch aufzuräumen. Ganz banal. Manche mögen jetzt sagen, logisch. Könnt ihr auch überlegen, ja, ich setze mich jetzt hin, überlege, was gerade alles nicht stimmt, was nicht in Ordnung ist. Aber während ich dann aufräume, sehe ich manches klarer, kann dann anfangen, das ein oder andere in Ordnung zu bringen, oder ich erkenne, dass es in Ordnung ist. Dass das, was für mich Chaos ist, vielleicht gerade in Ordnung ist. Ich habe es nur nicht erkannt. Und danach ist es wieder ordentlich, aber nicht wie vorher. Wir leben in einer Zeit, die eine gewohnte Ordnung auf den Kopf stellt. Da reicht es leider nicht aus, einfach nur den Schreibtisch aufzuräumen. Aber ich denke, das Prinzip lässt sich übertragen. Ordnen, was ich ordnen kann. Die Augen aufmachen und eine neue Ordnung erkennen. Und wenn ich das erkannt habe, auf diese neue Ordnung zugehen. Das wird nicht immer geradlinig verlaufen, wir werden zickzack laufen. Aber das, seien wir ehrlich, tun wir nicht erst seit einem Jahr. Und all das im Vertrauen darauf, dass wir von Gott, wenn auch nicht sichtbar, gehalten sind. Dass unser Leben mit Christus verborgen ist in Gott, besser gesagt, geborgen
in Gott ist. Und so werden wir glaubwürdige Zeuginnen und Zeugen des lebendigen Gottes. Und wenn ich auf die letzten Wochen und Monate schaue, dann haben sich einige auf den Weg gemacht, an dieser neuen Ordnung zu arbeiten. Viele im Verborgenen, andere hörbar und sichtbar. Ich blicke nur auf das, was die Gemeindeteams in unseren Pfarreien in den letzten Wochen auf die Beine gestellt haben. Und so werden wir einander. So sind andere für uns heute in unseren Tagen zu Maria Magdalena, Johannes oder Petrus geworden. Menschen, die aus ihrer österlichen Hoffnung leben. Menschen, denen ich dankbar bin, weil sie mit ihrem Tun mehr sagen, als ich es mit einer Predigt je tun könnte. Menschen, mit denen ich gerne unterwegs bin, als Zeuge der frohen Botschaft des lebendigen Gottes. Amen.
bekennen wir miteinander unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Maria von Magdala bringt den Aposteln und uns die gute Nachricht von der Auferstehung. Dankbar für die Hoffnung auf wirkliches Leben und in österlicher Freude verbinden wir uns mit der Not der Welt und bitten den Auferstandenen um seine Hilfe. Wir sind dankbar und hoffen, dass die Impfung, die Tests und viel Vorsicht ein besseres Leben mit der Corona-Pandemie versprechen. Wir beten für alle, die an Covid-19 erkrankt oder in besonderer Gefahr sind. Rabuni, guter Meister. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir sind dankbar für alle, die sich gegen die Pandemie und für die Kranken einsetzen. Wir beten für die Ärztinnen und Pfleger, für Forscherinnen und Impfstoffproduzenten und für alle, die in Politik und Gesellschaft und im privaten Umfeld klug entscheiden müssen. Rabuni, guter Meister. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir sind dankbar, dass viele sich und das eigene Leben so stark einschränken. Wir beten für alle, die hoffen und geduldig warten, dass das Leben bald wieder bunter und geselliger werden darf. Rabuni, guter Meister. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir danken für den Frieden in unserem Land und in Europa. Wir beten für die Menschen in Myanmar und Hongkong, in Russland und Belarus und überall, wo die Macht mit Gewalt das Leben und die Freiheit bedroht. Rabuni, guter Meister. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir sind dankbar, unseren Osterglauben miteinander leben und teilen zu dürfen. Wir bitten für alle, die für die Kirche neue Wege erkunden und erproben, für Männer und Frauen, die Aufgaben und Ämter gerecht verteilt sehen wollen, und für alle, die die Kirche lieber verlassen, als zu bleiben. Rabuni, guter Meister. Wir bitten dich, erhöre uns. Jesus Christus, du gehst uns voraus in das neue Leben bei Gott. Du schaust auf die Not der Welt und der Menschen, mit denen wir verbunden sind, und lässt sie nicht allein. Wir danken dir und loben dich heute, morgen und hinein in deine Ewigkeit. Amen. Thank you.
Hebt die Fahne, glänzt in Strahlen, unverletzt und ewig klar. Wandelt leuchtend wie die Sonne, spendet Licht und Kraft und Wonne. Halleluja, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt. Halleluja, Jesus lebt. Lasset uns beten. Herr unser Gott, nimm die Gaben an, die wir in österlicher Freude darbringen für das Opfer, durch das deine Kirche auf wunderbare Weise wiedergeboren und gestärkt wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken, diesen Tag aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern die Gemeinschaft mit der ganzen Kirche, das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie,
damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn, Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Stephan und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, mit allen Frauen und Männern, Jungen und Mädchen, die zum Diensten der Kirche berufen und bestellt sind. Gedenke auch jener, die an diesem Osterfest aus dem Wasser und dem Heiligen Geist zum neuen Leben geboren wurden. Gedenke unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit den heiligen Cornelius und Cyprianus, dem heiligen Jodokus, dem heiligen Remigius, der heiligen Maria Magdalena und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, wir sind es wahrhaftig. So dürfen wir voll Vertrauen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod,
Schau nicht auf das, was uns von dir und voneinander trennt, sondern schau auf den Glauben, die Liebe, die Hoffnung, die in uns und deiner Kirche wirkt. Und schenke dieser Kirche und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Schenken wir einander durch eine freundliche Geste ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Osterglauben kann uns niemand rauben. Ewig lebet Jesus Christ, der den Menschen Heiland ist. Lasst uns ihn bekennen, Herrn und Gott ihn nennen. Halleluja, Halleluja. Seht und erkennt im gebrochenen Brot Christus, das Lamm Gottes. Es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird die Seele gesund. Unser Osterlamm ist geopfert, Christus der Herr. Halleluja. Wir sind befreit von Sünde und Schuld. So lasst uns Festmahl halten in Freude. Halleluja. Der Leib Christi. Amen.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast deiner Kirche durch die österlichen Geheimnisse neues Leben geschenkt. Bewahre und beschütze uns in deiner Liebe und führe uns zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich darf noch zwei Hinweise geben. Ein Hinweis ist vermutlich vertraut, dass die Klingelbeutel an den Ausgangstüren bereitstehen. Sich freuen, wenn es klingelt oder raschelt. Über Klingeln und Rascheln freuen sich auch die Ministrantinnen und Ministranten. Goethe-Schulplatz werden sie zwei stellvertretend um einen Osterkorb herumstehen. Die Osterkorb-Aktion in der gewohnten Weise hat ja nicht stattfinden können. Aber sie sehen Osterkörbe hier in der Kirche und eben zwei Ministranten, Ministrantinnen. Ne? Ja, zwei Ministrantinnen. Werden diesen dann galant nach draußen bringen und natürlich galant umrahmen. Ich danke allen recht herzlich, die sich für die Gestaltung rund um unsere Ostergottesdienste eingesetzt und eingebracht haben. Der erste Dank heute hinauf auf die Empore. Unter diesen Umständen, die momentan herrschen, einen Gottesdienst musikalisch in dieser Weise zu gestalten, ist eine Herausforderung. Ich finde, es ist sehr gut und sehr schön gelungen. Es hat mich gefreut. Herzliches Vergelt's Gott hinauf auf die Empore allen, die gestaltet haben, ob an der Orgel, leitend oder singend. Vergelt's Gott. Und natürlich auch an Querflöte und Trompete. Entschuldigung, wie kann ich als Trompeter die Trompeten vergessen? Und ja, die Querflöten saßen immer vor mir. Das nicht vergessen, vergelt's Gott. Für den Blumenschmuck, der die Kirche so festlich wirken lässt, für alles drumherum, was immer geleistet wird, den Messnern, aber auch den stillen Helferinnen, im Hintergrund. Dankeschön. Sie wird namentlich nicht so gerne genannt. Sie ist da vorne rechts, also von mir aus gesehen. Danke den Ministrantinnen und Ministranten für den treuen Dienst, nicht nur heute, nicht nur an diesen Tagen, sondern das ganze Jahr hinüber, auch wenn es natürlich in kleinerer Schar nicht so viel Spaß macht. Und das mit den Gruppenstunden natürlich auch gerade nicht so möglich ist, wie das möglich sein gewünscht wäre. Ich vergesse garantiert jemand, das ist keine böse Absicht. Ich danke den Gemeindeteams für die Gestaltung in der Fastenzeit, aber auch jetzt in dieser heiligen Woche und den Ordnerinnen und Ordnern, die es uns ermöglichen, Gottesdienste miteinander zu feiern. Gehören heute dazu. Also nicht nur heute, sondern schon eine ganze Weile und verrichten treu ihren Dienst. Und allen anderen liturgischen Diensten, Lektorinnen, Lektoren, Kommunionhelferinnen und Kommunionhelfern seien an dieser Stelle bedankt. Wie gesagt, wenn ich jemanden vergessen habe, dann ist es wirklich keine böse Absicht. Osterkorb habe ich erledigt. Ja, und das ewige Licht brennt in dieser Woche zur Ehre Gottes und dem Gedenken an Ingrid Keller. Stimmen wir im Wechsel ein in das Schlusslied 337. Gesungen wird die erste, dritte und fünfte Strophe und wir sprechen die zweite und vierte Strophe. Oh.
3 Tage nur hielt ihn das Grab, freudig und singend. Er warf des Todes Fesseln ab, Halleluja, sing fröhlich, Halleluja. Seite, die geöffnet war, freudig und singe, zeigt sich als Himmelspforte klar. Halleluja, sing fröhlich, Halleluja. Wir uns in den Segen Gottes. Der Herr sei mit euch. An diesem Tag, der geheiligt ist durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, segne euch der gütige Gott und bewahre euch vor der Finsternis der Sünde. Amen. In Christus haben wir Anteil am ewigen Leben. In ihm führe euch Gott zur unvergänglichen Herrlichkeit. Amen. Unser Erlöser hat uns durch die Tage seines Leidens zur österlichen Freude geführt. Er geleite euch alle Tage des Lebens bis zu jener Osterfreude, die niemals endet. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Halleluja, Halleluja.